bringt. Jetzt habe ich das Radio mal aufgebaut, das da wieder festgeklebt, da sitzt der Lautsprecher schön drin. Anzeige ist jetzt dran, dann die Ferritantenne habe ich ran und das habe ich jetzt mal ans Ende. Ich habe schon versucht, ein bisschen abzugleichen und vom Drehkondensator den Potti hier, also den da mal verdreht, auch auf ganz ans Ende, dass ich einen größeren Frequenzbereich überstreiche, also hier und hier. Ich habe versucht, das bisschen abzugleichen, ist mir auch einigermaßen gelungen. So, ich tue da jetzt mal eine 1,5 Volt Batterie rein, weil es heißt in der Anleitung auch, der erste Test hier, das Radio benötigt eine einzelne 1,5 Mignon Alkalinizelle, ein Mignon Akku mit nur 1,2 Volt ist nicht geeignet, weil bei der verminderten Spannung nur eine reduzierte Empfangsleistung erreicht wird. So, der Nachteil regt mich dazu an, das bisschen umzubauen, dass es mit 1,2 Volt auch funktioniert. Okay, aber ich lege jetzt erstmal eine 1,5 Volt Batterie rein. Die hat 1,5 Volt, ist eine Alkaline. Ich glaube, hier steht es auch drauf. Wenn er denn mal scharf stellen würde, was mit der Kamera nicht ganz so einfach ist. Ah, hier, genau, 1,5 Volt. Okay, lege ich die mal rein. So, 1,5 Volt habe ich drin. Dann mache ich das jetzt wieder zu und schalte das ein. Zeigt dann schon mal was an. Ich drehe mal auf 3, auf 4. Ich empfange schon was. Ich empfange schon mal einen Sender. Hier. Das stimmt so ungefähr. Und ich kann dann über das Band drehen. Jo. Das ist jetzt das Mittelwellenband. Ah, hier ist irgendwas. Da geht es irgendwie runter. Man hört aber nichts. Und dann wieder hoch. Aber das ist sehr, sehr leise. Das ist lauter. Elterngeld und Kindergartenplätze sind sicher ein Anreiz, Kinder zu bekommen, einen Experten. Aber sie bezweifeln, dass dies schon ausreichen wird, um die Geburtenrate deutlich zu steigern. Das ist schon sehr laut auf mittlerweile. Okay, soweit funktioniert's. Jetzt möchte ich die Schaltung aber etwas umbauen, sodass die etwas lauter ist und dass die auch bei 1,2 Volt lauter ist. Und dazu werde ich hinter den Transistor, da wo jetzt der Lautsprecher ist, am besten noch einen Transistor nachschalten und dann erst zum Lautsprecher. Und da probiere ich jetzt mal, dass ich das bisschen lauter mache mit noch einem Transistor. Jetzt habe ich das mal umgebaut, dass es mit 1,2 Volt Akku auch geht. Da zeigt es weniger an, aber es ist viel lauter. Das war in der Nacht von der Eurogruppe beschlossen worden. Den Zyprioten hatte man, zumindest also man die Regierung hatte der Bevölkerung vorher etwas anderes versprochen. Gestern Abend nun kam der Schwenk, Sparguthaben unter 100.000 Euro sollen doch nicht belastet werden. Leon Friebe erklärt uns das alles aus Brüssel. Die Botschaft des EU-Kommissionspräsidenten klingt ein Mann frei, ganz schön laut, und das mit 1,2 Volt Akku. Also ich habe einmal geht ja die Leitung, die Plusleitung zum Lautsprecher. Von Plusleitung auf Lautsprecher, das wäre das zweite Drähtchen, was an Lautsprecher gehen würde, habe ich jetzt einen 38 Ohm Widerstand. Also statt ein Lautsprecher einen 38 Ohm Widerstand angeschlossen. Da habe ich mal 100 μF Akku auf die Basis von dem weiteren Transistor gegeben. Die Kollektor am anderen Ende vom Lautsprecher, Emitter hier auf Minus, weil hier Minus ist, und vom Basis auf Kollektor einen 1 Kilo Ohm Widerstand. Nee, oder? Doch einen 1 Kilo Ohm Widerstand. Jo. Und damit wird das Radio um einiges lauter. Also ich habe nach dem Transistor hier quasi nur eine Versteckerstufe nachgeschaltet und ist auf dem Lautsprecher. Und jetzt geht das Ganze mit 1,2 Volt auch schon lauter. Also ich habe da echt eine 1,2 Volt Akku drin. So, genau, 1,2 Volt hier.
Da steht es, 1,2 Volt. Und geht mit 1,2 Volt auch ganz gut. Sender einstellen. Mittlerweile ist immer so eine Sache. Hier müssen wir die Antenne hindrehen. Und dann geht es ganz gut. Die Euroretter würden also allzu gerne wieder zur Routine des Krisenmanagements zurückkehren. Ja, Lautstärke kann man auch noch einstellen. Aber es ist viel lauter. Dazu mal kurz die Originalschaltung. Bei der Originalschaltung hängt am Kollektor der Lautsprecher auf Plus dran. Ich habe die Verbindung aufgetrennt. Also das wäre die Originalschaltung, Basis, Kollektor, Emitter und so. Das habe ich jetzt mal nachgezeichnet. Die Originalschaltung wäre der Transistor. Statt hier vom Kollektor über Lautsprecher auf Plus, gehe ich vom Kollektor über 38 Ohm auf Plus. Dann gehe ich vom Kollektor weg über 100 μF auf die Basis von meinem Transistor. Also das ist neu, das ist neu, das ist neu. Vom Basis auf Kollektor ein 1 Kiloohm Widerstand, vom Kollektor auf Plus den Lautsprecher und den Emitter auf Minus angeschlossen. Also neu ist, dass ich hier statt den Lautsprecher getauscht habe durch 38 Ohm. Von hier auf Plus, also Plus habe ich dran gelassen, ich habe nur Minus abgelötet und 38 Ohm Widerstand dran. Dann 100 μF auf Basis, 1 Kiloohm auf Kollektor von 9 Transistor und von Kollektor 9 Transistor dann auf Minus angeschlossen habe und den Emitter auf Plus angeschlossen habe, also auf dem Lautsprecher und hier Emitter auf Minus. Minus ist vom Messgerät, der eine Pin. Und so ist das Radio schon mal lauter, also etwas lauter und funktioniert mit 1,2 Volt Akku auch noch einigermaßen gut und wird nicht so leise. Okay.